Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Resident Evil Code Veronica X. Beim letzten Mal ging einiges in die Hose, das haben wir gesehen. Diesmal lief es ein bisschen besser. Ich habe zwar mehr Schrot verbraucht, habe dafür aber hier ordentlich gespart. Mal schauen, ich bin jetzt ungefähr da, wo ich beim letzten Mal war. Also ich habe gerade das Ölrätsel gelöst, was diesmal wesentlich schneller ging. Ich habe es mal wieder einfach letztes Mal nicht hinbekommen. So. Jetzt müsste hier eigentlich ein Hunter kommen. Der war vorhin nicht da. Ich glaube, hier war beim letzten Mal einer. Habe ich die Munition mitgenommen? Ich habe die Munition mitgenommen. Sehr gut. Genau, der Hunter hat mich ja beim letzten Mal gekillt. Diesmal habe ich volles Leben und ich werde ihm richtig die Dröhnung, mit der Schrotflinte geben. Diesmal keine Spielchen hier mit der Handgun oder so. Nein, diesmal 100% Schrotflinte. Anders läuft das hier nicht. Sehr schön. So, ihr lieben Leute, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel Neues zu erzählen. Ne? Also ihr habt ja mittlerweile schon gemerkt, ich habe eine fette Ankündigung gemacht. Und zwar werde ich zusammen mit Capcom und Saftiges Gnu den Launch-Livestream zu Resident Evil 2 Remake moderieren. Das finde ich mega geil, da freue ich mich schon drauf. So viel darf ich dann doch schon sagen. So. Jetzt. Richtige Waffe drin. Ja, yeah, perfekt. Ah, nee, hier war der Hunter. Stimmt, hier war der Hunter. Deswegen langsam laufen. Und dann... Schuss! Ich will halt eigentlich nicht mehr als 3 Schüsse für den Hunter brauchen. Stimmt, hier war der Hunter, nicht da oben. Hunter Reno. So, jetzt kommen erstmal die normalen Zombies. Ich lade hier schon mal nach. Die brauche ich dann gleich. Handgun wieder rein. Zap, zarab, sage ich dazu. Nur Leute, zap, zarab. Oh, oh, unseren Kumpel hat's erwischt. Oh. Haha, ich laufe an euch vorbei, weil ich so gut bin. Ja, jetzt kommt der Hunter, der mich beim letzten Mal gekillt hat. Mit seinem blöden... kritischen Schlag. Der hat halt einen Schlag, der macht ultra viel Schaden. Boah, der hat jetzt 5 Schuss gebraucht, ey. Ich glaube, die kriegen auch mehr Schaden, wenn man sie in den Rücken angreift. Boah, krass, Leute. Krass, krass. So, kann man jetzt hier noch was machen? Nichts zu sehen. Was? Nichts zu sehen? Na, dann gehen wir doch wieder. Achso, erstmal die Stromversorgung hier abstellen, damit ich jetzt hier keine Gewärms kriege. So, genau. Die Ausweise, die brauche ich alle 3. Narre habe ich drin. Gut, dann lasst uns doch mal den ganzen Weg jetzt wieder zurückgehen. Genau, wir müssen jetzt in den Raum mit dem Gemälde, wo wir das Skelettbild aufgehangen haben. Da müssen wir jetzt als... Oh Gott. Wartet mal. So, perfekt. Nee, das U-Boot dürfte jetzt, glaube ich, nicht da sein. Ich glaube, wir gehen wieder hier lang, oder? Ich glaube, der andere Weg ist sowieso versperrt. Wunder mich ja, dass das Spiel mir jetzt hier nicht noch einen Hunter hinstellt oder so. Ich meine, wir haben jetzt eine Aktion getriggert. Es könnte jetzt überall wieder alles passieren. So gut kenne ich ja dieses Spiel mittlerweile. So, deswegen packe ich mir jetzt auch hier schon mal die Schrot rein, falls jetzt oben irgendjemand auf mich wartet oder so. Ist halt so krass, wie das Spiel jetzt hier wirklich aktiv meine Munition minimiert.
mich der eine Hunter einfach mal 5 Schuss gekostet hat. Normalerweise kosten die 3. Oder manchmal auch sogar nur 2, wenn man echt Glück hat und einen Crit raushaut. Oh, fucking Infected Hunter. Was ist schlimmer als ein Hunter? Richtig, Infected Hunter. Da sofort die Beine in die Hand nehmen. Infected Hunter sind nochmal viel schlimmer als normale Hunter. Ihr habt gesehen, ne? Ich habe einen Treffer abbekommen. Und ich bin direkt runtergedroppt auf Achtung. Also zweiter Treffer und ich bin tendenziell tot. Also man ist dann eher tot. Die konnte ich jetzt wirklich nur noch abwehren. Aber ich glaube, ich muss auch unten nicht mehr hin. Also. Oh Junge, oh Junge, oh Junge. Ja, wir sollten jetzt dann erstmal am besten abspeichern. Oder riskieren wir es? Boah, bin mir unsicher. Leute, was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Ja, wobei, ich komme von hier aus eigentlich jetzt auch schneller zum Raum, wo ich die Ausweise platzieren muss. Aber Alter, da haut mir das Spiel einfach mal 2 Infected Hunter. Oder weiß ich, was das für Hunter sind, auf jeden Fall. Oder sind das so Zombie-Hunter? Weil ich habe ja da die 2 Hunter erledigt, dass die jetzt als Zombies zurückkommen, weil T-Virus-Infektion. Boah, auf jeden Fall erstmal zurück. Da lang muss ich. Ich habe zum Glück noch genügend Heilkram da. Ich glaube, hier bin ich falsch. Da wollte ich gar nicht. Ich glaube, da gab es auch nichts mehr zum Transportieren, ne? Ich überlege gerade. Ich habe halt bis jetzt nicht alles transportiert wie beim letzten Mal. Es kann gut sein, dass ich irgendwas vergessen habe. So, ein 1F muss ich dafür. Aber stellt euch mal vor, wie kacke das ist. Ihr kommt da raus, habt unten gerade gegen, ich glaube, 4-5 Hunter gekämpft. Ne gut, 4-5 nicht, aber... Einer auf der Brücke, einer im Raum, einer... Also gegen 3 Hunter habt ihr gekämpft und dann passiert das. 2 bessere Hunter und ja, also ganz schön krass, Leute. Das ist echt keine einfache Szene. Achso, ja. So. Und das letzte Abzeichen. Rein mit dir. Ah, ein neuer Geheimgang öffnet sich. Und wir bekommen Zugriff auf Munition und ein grünes Kraut. Und wenn wir Munition bekommen und ein grünes Kraut bekommen, bin ich mir gerade echt nicht sicher, ob das nicht jetzt die Vorzeichen eines bevorstehenden Bosskampfes sind. Es könnte zumindest sein. Es könnte sein, Leute. So, ja, ich würde sagen, dann mischen wir die beiden grünen Kräuter, machen daraus ein größeres Kraut, laden meine Knarre mal ordentlich durch. Das ist nur ein grünes Kraut jetzt gekommen oder habe ich mich gerade verguckt? Ich dachte, es ist nur ein grünes Kraut. Ich dachte, es sind 2. Ach du Kacke. Ich meine, wir können ja mal runtergehen. Ich meine, mit dem Kraut kriege ich mich bestimmt wieder auf, ja, ich könnte wieder auf gut hochkommen. Also nicht auf 100%, aber so auf,
Ja, ein bisschen mehr, als ich jetzt habe. Ein grünes Grauzone, glaube ich, 20%. Zwei grüne Grauzone, 50%. Irgendwie so war das doch. Oh, ich hab ordentlich einen Schiss in der Hose hier gerade. Und ich brauche ziemlich lang. Ach du Scheiße, eine Spinne. Granaten mitnehmen. Dankeschön. Das sieht mir eher nach Bosskampf aus, Leute. Wenn ich jetzt hier sowas wie Granaten finde, dann kommt eigentlich gleich ein Bosskampf. Ich habe ja keinen Granatwerfer. Zwei grüne und ein blaues. Okay, Leute, jetzt kommt ein Bosskampf. Aber das ist nicht schlimm. Weil zwei grüne Kraut kann ich mischen, grün und blau kann ich mischen. Also ich komme auf jeden Fall gleich wieder auf ein paar Lebenspunkte hier. Damit bin ich zumindest in meiner Welt ein bisschen vorbereitet auf alles, was jetzt kommen könnte. So, lass mich das ganz kurz mal zurecht mixen. Kombiniere. So, haben wir erstmal das. Den Rest lasse ich mal. Obwohl oben ist noch ein grünes Kraut. Das könnte ich noch ganz kurz moven. Oben ist noch mal ein grünes. Boah, ich habe jetzt gerade echt Schiss, weil... Also, da könnte jetzt natürlich alles kommen. Ah, nee, komm, lass das grüne Kraut da, wo es ist. Ist mir jetzt zu heikel hier mit der Spinne. Na komm, wir gucken mal, welcher fiese... Ja, scheiße. Okay, ein Gegner, der mit Strom funktioniert. Kann man den aus dem Wasser rausziehen? Erstmal Munition aufsammeln. Kann ihn auf mich aufmerksam machen? Ich weiß halt nicht, ob es so schlau ist, das Wasser zu betreten. Ich meine, der sieht schon ziemlich böse aus. Ich glaube, wir müssen das Wasser betreten. Okay. Wenn ich das Wasser betrete, macht er sofort Strom. Alte Kaulquappe wahrscheinlich ins Wasser gehen und dann gucken, dass der irgendwo nah am Rand schwimmt oder so. Also ich verstehe jetzt gerade den Sinn des Kampfes hier noch nicht so wirklich. Also er macht mit dem Strom verhältnismäßigen Schaden, also okay, ich kann auch hier vom Ufer aus angreifen. Werde ich ins Wasser gehen und dann gegrillt werden. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt richtig treffe hier so, ne? Ja, er macht auch schon Schaden bei Berührung. Und ich kann ins Wasser auf jeden Fall rein. Okay, krass. Boah, sofort wieder auf Achtung gedroppt. So, zwei Schuss habe ich jetzt noch in meiner Pumpe hier. Okay, Pumpe ist leer. Und er ist jetzt tot, oder was? Okay, cool. Ich habe mit dem letzten Schuss aus der Pumpe tatsächlich erledigt. Den alten Stromgegner hier. Immer gegen den Strom schwimmen, Leute. Immer gegen den Strom schwimmen. So, aber wo haben wir jetzt das Emblem? Das liegt ja hier irgendwo im Wasser. Ja, wo haben wir jetzt das Emblem? Explodiert das da vorne eigentlich? Weiß ich nicht. Also logischerweise müsste es hier irgendwo hier hinten liegen, weil hier ist so der logischste Platz dafür. Kombinieren, kombinieren. So, schön, schön. Hä? Wo ist denn jetzt das Emblem? Bin ich gerade zu blind, das zu finden? Ich meine, dass es ein Bosskampf ist, müsste er das ja logischerweise vielleicht droppen, aber... Sonst könnte man das hier ja irgendwie rausholen wahrscheinlich sogar und... Also... Nee, hä? Warte mal, Leute, hier muss noch irgendwas gemacht werden, weil sonst können wir das Emblem einfach rausholen und könnte den Bosskampf damit skippen. Also irgendwas vergesse ich hier gerade. Ne, hier geht's nur zurück zur Leiter. Dann bin ich hier lang gerannt, dann habe ich das Emblem gesehen. Genau, und dann kam ja auch schon unser Killer-Dude hier. Was ist denn das jetzt? Seht ihr das? Bin ich zu blind? Ah, hier, guck mal, da ist was, oder? Ja, hier ist es doch. Super. So, das Adlerschild. Dankeschön. Es quillt das Adlerschild. Und ich finde es halt krass, dass ich irgendwie noch irgendwo eine Waffe habe rumliegen lassen. Ich muss mal echt gucken, irgendwie... Ich meine, ich habe ja noch Maschinenpistolen und so. Also ich bin jetzt ja nicht komplett ohne Waffen. Aber es könnte besser aussehen.
Oh nein. 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 Oh nein, Spiel, bitte nicht. Scheiße. Okay, Leute. Okay, Leute. Die sind tot. Nochmal. Ja, sehr gerne nochmal. Oh, das wird einfach nicht besser hier. Es wird einfach nicht besser. Jetzt muss ich noch viel, viel mehr nochmal machen. Und dann gegen die beiden Infected jetzt kämpfen, Alter. Leute, das kann gleich ein Mega-Reinfall werden. Aber ich bin immerhin auf 100%. Das bedeutet, ich habe 100%. Ich dachte, ich hätte ein Speicherband mitgenommen. Ohne Witz. Das dachte ich jetzt wirklich. Aber wieso habe ich keins dabei? Habe ich das vorhin nicht bestätigt? Bin ich so dumm? Oh Mann, ey. Aber immerhin, ich habe die beiden überlebt, obwohl die mich gleich schon wieder richtig runtergedroschen haben. So, na gut, dann muss ich jetzt in meinen Speicherraum kommen. Das komme ich aber von hier aus ohne Probleme. Deswegen würde ich sagen, machen wir trotzdem unser kurzes Päuschen, was ich geplant habe. Sehen uns in der nächsten Folge wieder, machen dann praktisch den Strom-Heini nochmal. Und danach hoffen wir, dass wir nicht sterben werden an irgendwelchen Spinnen oder so. Ach Leute, in diesem Sinne würde ich sagen, gehabt euch wohl, haut rein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. BB, euer Hyuga.